Ja. Hallo. Hast du einen Augenblick Zeit? Darf ich reinkommen? Oh ja, bitte, natürlich. Komm rein. Danke. Ich wollte mir doch mal ansehen, was du für eine Wohnung gefunden hast. Tja, das ist alles. Ich wohne in einem Zimmer. Gibst du mir deinen Mantel? Oh, danke. Das gefällt mir. Das freut mich. Wirklich, das sieht aus wie ein Künstleratelier. Und die Aussicht ist einfach überwältigend. Ja, die Gegend ist nicht gerade erhebend, aber der Blick auf den Hafen entschädigt für vieles. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was hier habe. Wein. Willst du ein Glas Wein? Ja, Wein. Wein ist immer gut. Ein 3 Tage alter Chablis, das Beste, was ich da... Eine Frühlese. Bist du nur hier, um dir meine Wohnung anzusehen, oder gibt's da noch einen anderen Grund? Was ist los mit dir? Darf ich dir nicht mal einen Höflichkeitsbesuch abstatten? Sicher. Was hast du Alan gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass ich heute später komme. Weiß er, dass du hier bist? Ich habe ihm gesagt, dass ich später komme. Darf ich mich setzen? Aber ja, entschuldige bitte. Steve hat mich gebeten, mit dir zu reden. Steve? Ja. Rick, du musst wissen, dass ihn das sehr beschäftigt. Er möchte nicht, dass du deinen Job aufgibst. Also wollte er, dass du vorbeikommst und versuchst, mich umzustimmen. Naja, er hat wohl geglaubt, ich hätte möglicherweise Einfluss auf dich. Verstehe. Also ehrlich, ich bin ebenso besorgt wie Steve, Rick. Du darfst das nicht einfach alles hinwerfen. Also, wenn ich dir raten darf, ich glaube, ich habe die beste Lösung für uns alle gefunden. Da bin ich aber gespannt. Ich werde kündigen, wenn Ellen und ich das Baby zu Hause haben. Du willst deine Karriere aufgeben? Tja, warum nicht? Ich könnte mich schon daran gewöhnen, nur noch Frau, Mutter und Haushälterin zu sein. Haushälterin, du hast bereits eine und du würdest ihr jedes Mal, wenn sie sich umdreht, im Weg stehen. Außerdem kenne ich Ellen. Er will bestimmt ein Kindermädchen für das Baby. Und was machst du dann? Na gut, ja gut, dann spekuliere ich eben an der Börse. Um Himmels Willen, mach dir keine Gedanken um mich, wenn es um dich geht. Nein, das kommt nicht in Frage. Nun sei doch mal bitte vernünftig, Rick. Das ist für uns alle besser so. Wieso vernünftig? Wir müssen nicht mehr zusammen arbeiten und wir sehen uns nicht mehr jeden Tag. Und vielleicht wird es dir mit der Zeit auch gelingen, mich zu vergessen. Mich und das Baby. Und ich bin ganz sicher, dass es dir gelingen wird, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Möglicherweise findest du auch einen Weg zurück zu Leslie. Hallo, Jill. Rose, wie geht's dir? Ich warte schon lange auf dich. Wolltest du uns nicht dein neues Mädchen vorstellen? Das ist nicht ein Logan. Nein, das ist Dr. Jeffrey Webber. Jeff arbeitet am General Hospital. Das Jeff ist Rose Kelly, meine Stiefmutter. Tja, Mr. Kelly, Rose und ich sind alte Freunde. Nicht sie wiederzusehen, Doktor. Ganz meinerseits. Also Joe, was ist nur mit deiner Freundin? Tja, sie hat heute Abend angerufen und gesagt, sie hat keine Zeit. Also habe ich meinen besten Freund mitgebracht, einsame Klasse. Aber wie kommt es, dass ihr beide euch kennt? Tja. Die Welt ist ein Dorf. Ja, purer Zufall eigentlich. Rick hat das Zimmer oben gemietet. Also, Sie sind Joes Stiefmutter? Tja, wie finden Sie das? Jeffrey und ich sind hergekommen, weil wir einen Mordshunger haben. Ich habe mit deiner Küche angegeben, also enttäusch uns bitte nicht. Ich koche so, wie ich koche. Was wollt ihr denn haben? Was Essbares. Wie wär's mit einem Teller Suppe für den Anfang? Und dann springen wir schnell mal nach oben und sehen uns Ricks Bude an. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir da oben auch was zu trinken. Sie sollten nicht ans Trinken denken, bevor Sie meine Suppe gekostet haben. Also geduldet euch noch und macht es euch bequem. Na, mich los, der Affe. Joe Kellys Stiefmutter. Ja, Sir, das ist die alte Mann. Und was ist mit dem alten Pub? Lebt er auch noch? Er arbeitet unten am Hafen. Wir vertragen uns nicht so gut. Wie kommt das? Das ist eine lange Geschichte. Ich,
Ich verstehe nicht, warum diese persönlichen Dinge immer wieder vermengt werden mit Sachen, die allein nach beruflichen Gesichtspunkten entschieden werden sollen. Weil die persönlichen Dinge damit was zu tun haben, Rick. Und erzähl mir nicht, dass es anders wäre. Gut, das akzeptiere ich. Und ich leide darunter, dass mein Sohn da oben auf Station 4 liegt. Ich kann ihn nochmal untersuchen, ich kann ihn behandeln, aber das ist alles. Getauft würde als Alan Quatermain Jr., nicht als Weber. Das ist hart, aber ich gebe mir alle Mühe, damit fertig zu werden. Und ich bewundere dich, wie du das schaffst. Gut, dann wirf meine privaten Probleme nicht mit meinen beruflichen in einen Topf. Versteh doch, Rick, ich will doch nichts weiter, als dir damit helfen. Das kannst du aber nicht, Monica, das sag ich dir ja. Die Komplikation begann mit dem Tag, als ich mit Aaron Cassola gesprochen habe, Leslies Seelendoktor, oh ja. Warum, was hat sie dir gesagt? Es war nicht so sehr das, was sie mir gesagt hat, als vielmehr das, was mir dadurch bewusst geworden ist. Ich habe praktisch mein ganzes Leben hindurch vermieden, mich dem zu stellen, was ich wirklich in meinem Leben erreichen wollte und will. Ganz bestimmt bin ich nicht der Typ Arzt, von dem ich als Kind immer geträumt habe, zum Beispiel, wenn ich an die Praxis meines Vaters denke. Nein, bestimmt nicht. Nicht so, wie sich alles entwickelt hat. Und deshalb ziehe ich ernsthaft, sogar sehr ernsthaft, in Erwägung, als Chefarzt der Kardiologie von General Hospital zu kündigen. Punktum. Ich weiß wirklich nicht, was du willst, Rick. Ich meine, du bleibst doch immer Arzt. Ach, du rettest Menschenleben. Die Menschen, die ich jetzt rette, kommen mir manchmal vor wie Roboter. Ach, Monica, ich brauche den persönlichen Kontakt, die persönliche Beziehung. Also spiel du nicht meinetwegen auch noch verrückt und kündige deinen Job. Gibst deine Karriere auf, um nach Hause zu gehen und Geschirr zu spülen. Ich habe mir schon genug aufgeladen, also komm mir bitte nicht auch noch damit. Ich wollte dich damit nicht belasten, tust Rick. Du aber. Nein, tue ich nicht. Ich versuche nur, dich davon abzuhalten, dein ganzes Leben wegzuwerfen. Du machst einen großen Fehler, egal was du sagst und wie sehr du es abstreitest. Das größte Problem in deinem Leben bin ich. Was redest du da, Monika? Ich und das Baby. Monika, nein. Bist du nicht. Das bist du nicht. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Bitte. Kannst du nicht dein eigenes Leben leben? Ich komme schon alleine klar, okay? Rick, verstehst du nicht? Alles, was ich tun möchte, ist dir helfen. Tut mir leid, das kannst du nicht. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ja? Hallo, Dr. Weber. Du kennst doch den alten Joe Kelly, nicht wahr? Hallo, Joe. Rick, wir kommen nur vorbei, weil ich Joe die Wohnung zeigen wollte und ich dachte, du hast vielleicht einen Schluck für uns. Tut mir leid. Tut mir leid. Das braucht es nicht. Wir sind mitten in einem Seminar über das, was Rick Weber am General Hospital falsch gemacht hat. Vielleicht wollt ihr beide daran teilnehmen. Und wenn ihr euch dann einig seid, lasst es mich bitte wissen, denn im Augenblick habe ich die Nase gestrichen voll, mir diesen Unsinn noch länger anzuhören. Für mich? Nein, nichts da für Sie. Sie sehen ja so erschöpft aus. Naja, wie sollte es auch anders sein? Nach einer schlaflosen Nacht? Das war aber auch ein scheußliches Gewitter, was? Furchtbar. Und dann auch noch Stromausfall. Ja, das passiert oft am Harbourview Drive. Ja, es ist zwar schön, da zu leben, einfach wunderschön, aber bei Gewittern kriegen wir es immer voll ab. Hören Sie, ich werde jetzt nach dem Baby sehen und dann mache ich meine Visite. Monika! Ich muss mit dir reden. Oh, Leslie, ich wollte gerade auf einen Sprung zum Baby und danach zur Visite. Dann sag mir, wann du einen Moment Zeit hast und wir treffen uns in der Cafeteria. Also, Leslie, ich bin nicht gerade in der Stimmung zu reden. Es muss sein. Es ist sehr wichtig für dich, Monika.